Also trotz meines fortgeschrittenen Alters verfolge ich regelmäßig die Berichterstattung über Mike Leblatt auf Facebook und manchmal auch auf Twitter. Ich finde schon total interessant, welche neue Spieler wir plötzlich haben. Da gibt's einen Hefe, den Jule, einen Hastibi, dann gibt's den Flo und den Brosi, der Hille und auch der Fürsti und der Toni oder der Basti. Mensch, hab ich mir gedacht. Endlich hat der Präsident einmal das Füllhorn geöffnet und hat auf dem Transfermarkt richtig zugeschlagen. Für mich war sofort klar, dass man ja alles Brasilianer sei. Immer bloß ein einzelner Name. Also genau wie Pelé oder Ronaldo. Ich bin gleich auf die Internetseiten von transfermarkt.de gegangen. Aber zu meiner großen Überraschung, nix. Die ganzen neuen Spieler sind alle verpflichtet worden, ohne dass das jemand gemerkt hat. Alle von einem einzigen Verein? Hat der Präsident vielleicht den FC Santos leer gekauft? Gut, dann halt auf die Homepage von der Spielvereinigung. Hoppla. Kein Wort über neue Spiele. Jetzt war ich völlig verwirrt. Mein erster Gedanke, das kann doch bloß ein neuer Coup von der Marketingabteilung sein. So wie die Aktion mit den Strandliechen und mit den Handtücher. Ihr wisst schon, wir fahren dann mal woanders hin und so. Bestimmt haben die das verheimlichen wollen bis zur offiziellen Mannschaftsvorstellung. Apropos Mannschaftsvorstellung. Wäre jetzt der Ronhof eigentlich wieder im Playmobil-Stadion zurückbenannt? Hat der Trolli-Meterer den Vertrag nicht beendet? Vielleicht soll das Stadion, weil wir jetzt so einen Haufen Brasilianer haben, auch Sportpark Rio Ronhof do Brasil heißen? Dann habe ich meinen Kumpel getroffen. Ich habe dem dann von unseren neuen Spielern erzählt. Schaut doch der mich auf einmal total komisch an und sagt, das sind doch keine neuen Spieler. Das sind doch denen ihre Spitznummer. Moment einmal. Bei der Berichterstattung übers Trainingslager von einem Ex-Bundesliga-Verein verwenden die die Spitznummer, als wenn jeder mit denen Spieler schon mal geschussert hätte. Okay, vielleicht macht man das ja halt so. Aber wenn schon, denn schon. Dann aber auch alle. Ich hätte auch gleich einmal ein paar Vorschläge. Da wäre der Hagi, der Rufi, der Schwiwi, der Stali oder der Meichi. Ich hätte dann auch noch in Grami, in Diggi, in Fredi, in Glitschi und in Dr. Howie. Ups, in Imi hätte ich doch jetzt fast vergessen. Fazit, wie immer. Ein wenig Schluch haben wir für das schon, oder?